Siege weg, Männer, sitzt doch endlich. Aha. Mäusefreunde und willkommen zurück zu Marin Rebels Sparks of Hope. Wir befinden uns mittlerweile auf dem fünften Planeten, auf Kalkmatal. Haben wir letztes Mal eigentlich mal so viel geschafft, wie ich behaupte. Wir haben jetzt Mutti kennengelernt. Wir haben uns dazu bereit erklärt, ihr zu helfen, damit sie uns helfen kann, das Schiff dann quasi flott zu kriegen, damit wir sie das Festung stürmen können. Aber bevor wir jetzt aber weitermachen, ich habe hier Toilette gefunden. Der werden wir jetzt auch direkt mal helfen, der Arm. Tool und Toilette, auf geht's. Ja, ich weiß ja noch nicht mal die Toads auf Terra Flora geholfen, aber war mir auch egal. Der hilft mir jetzt aber trotzdem wieder guten Toilette. Geile Mucke irgendwie. Also die Mucke ist allgemein, ne? Nicht schlecht im Spiel. Ich gehe nicht so oft drauf ein, zugegeben. Mir fällt es auch oft immer erst so richtig im Schnitt auf. Aber die Mucke, also teilweise die Mucke in den Kämpfen manchmal zu geil. Muss ich sagen. Aber egal. So, was haben wir hier für Gegner? Erstmal gucken. Ja, ein Wellenbrecher, die Drecksäcke, habe ich ja gesagt, dass die letztes Mal schon, ne, dass die auf jeden Fall nochmal auftauchen werden. Sind die eine Gefahr für mich, ist die Frage. Ich glaube, ich werde wohl mit Rosalina mal mitnehmen. Und Luigi dann wahrscheinlich. Damit ich die quasi auch mal einfach stunnen kann. Wir haben aber sicher eine schockempfindliche. Okay, da hatte ich Frostcoil, okay. Und Feuer. Einmal. Na gut, dann, ja, machen wir es einfach so, wie ich es gerade gesagt habe. Luigi. Oder mit Rosalina. Zack, so, Sparks natürlich noch ändern. Luigi kriegt einfach mal das Alien, würde ich behaupten. Rabbit. Ach, ich habe Rabbit Peach dabei. Oh, warte mal, dann kommt Peach natürlich auch noch weg. Ich habe nur die Frisur gesehen, dachte, wo Rabbit Peach wäre dabei. Upsala. Eraser hat sie schon sehr gut. Apokalypse für Rabbit Rosalina. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Claudius Rex mal mit. Luigi braucht aber noch einen. Und zwar, das war ein Feuerempfindlicher. Das war der Dings, ne? Der. Die Frostkeulen, ne? Genau. Weil ich gebe ihm gleich lieber Merkurier, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann pfeifen wir auf den. Das ist ein Gegner, ein Frostkolli gewesen. Klar, die wird wahrscheinlich sehr viel KP haben, wenn es drauf ankommt, aber ja, ist dann halt so. Die kriegen wir schon irgendwie platt. So, ich hätte vielleicht Luigi mit Royal Peach tauschen können, eventuell, aber ist auch egal. Die haut auf jeden Fall erstmal den Wasserknecht da hinten weg, der hinter uns steht. Hätte ich jetzt mit Mario bei ihm einfach fast gehauen, ehrlich gesagt. Wie viel Schaden macht der? Genug, ne? Ne, dann komm, scheiß drauf. Dann ist der weg, dann haben wir da keine Sorge mehr vor dem Kollegen. So, guck mal, Baby Peach, du kannst direkt mal bei Rosalina helfen. Dann könnt ihr beide Luigi helfen. Weil wenn ich hier direkt so durchgehen, ich glaube noch nicht tatsächlich. Kann sie irgendwie hier treffen? Außer ihr das Fass, wo sich selber damit trifft? Nein. Den hätten auch nicht, ne? Nein, das ist so weit weg. Aber was du machen kannst, ist tatsächlich ihn rufen. Ist vielleicht ein bisschen verschwendet jetzt. Weil der wahrscheinlich das gekillt wird direkt in der Runde. Was macht er denn jetzt? Ich dachte gerade, der haut da drauf. Alter, hab ich gerade einen Schock gekriegt, einen kurzen. Ich dachte gerade, der will mich verarschen. So, here we go. Luigi. Ich möchte ihn aber dahin platzieren. Auch wenn er da nicht richtig geschützt ist, aber kann die auf jeden Fall besser treffen, die Leute. Die Frage ist, möchte ich den Wellenbrecher jetzt schon anhauen oder soll der einfach herkommen und dann. Ich meine, ich könnte ihm auch nicht schaden. Warte, ich werde jetzt doch nicht die Herzlich aktiviert in der Runde. Das war jetzt eigentlich mein Gedanke dabei. Wenn ich eine Ahnung mehr, würde ich da vielleicht sogar machen. Ich kann die Hälfte abziehen und den kann ich killen. Obwohl, die treffe ich nicht sicher. Wenn ich gerade. 50%, ne? Ja, komm, dann treff mal den Kollegen da einfach. Da kommt ja auch nah genug ran, damit Rosalina auch noch treffen kann. Ich treffe also zwei Leute. Da, komm näher. Der ist genau nah genug rangekommen, jawohl. Komm, er trifft ihn da. Ah, wir können auch so machen. Vielleicht so effektiver, ne? So, dann bin ich weg. Sind so beide weg? Nein, der andere überlebt. Schade, schade, dass er überlebt hat, aber. Okay, nein, mit der schießt man nirgendwo drauf. Ja, das war's dann, ne? Der Runde. Der ersten. Eigentlich möchte ich die sogar gerne anlocken, die zwei, wenn ich ehrlich bin. Da ich ungestört vorbeikomme mit Luigi. So, der trifft zum Glück nicht. Mauer steht auch noch.
Aber da wurde der, ja, der Claudius erwischt. Unser eigener. Wieso bewegt er sich nicht? War die nicht nah genug dran oder was? Was hat denn jetzt? Egal. Wird ihn high theoretisch, ne? So, hier ist die Überschneidung genau perfekt. Was möchte ich mit Twin Peach hin? Hätte einfach so überrascht, dass du Luigi die auch noch erwischt. Oh, muss hier runter scheinbar. Luigi wäre bis da hinten hingekommen. Ah, es wird nicht reichen. Nee, dann machen wir lieber jetzt noch mal langsam eine Runde. Sag ich ganz ehrlich. Lassen die da oben hierher kommen, dann machen wir mit Luigi einfach kurz einen Prozess. So, erstmal die Apokalypse. Raus damit. Und ich geh die Deckung da weg von Peach auf, ne? Weil Peach, ne? Weil sie kann auch weiterspringen. Macht sie jetzt auch. Ich meine, die Typen kommen eh nicht weit genug, von daher ist das eigentlich auch fast egal. Warte, kann sie sich da noch reinstellen? Ja, perfekt. Frage, wie weit möchte ich jetzt hier gehen, ne? Mit Luigi, ne? Weil der Kollege kommt. Okay, bis dahin kommt der. Wenn ich den Helden sich nicht aktiviere, dann kriegt er den auch auf gar keinen Fall, ne? Das heißt, wobei kriegt er den sowieso? Ich glaube mir eh nicht, ne? Wäre ein Schritt, den er weiter ginge dann. Die triggert ja sofort. Das Gute. Ja, die aktiviere ich jetzt auch. So. Das heißt, wenn der treffen sollte, ich meine, ich kann die Frostkeule noch anschießen. Der macht ja nichts, der kommt ja nicht näher. Das ist die Frostkeule jetzt, ne? Genau. Sie erwischen nix und sie auch nicht, ne? Ne. Ja, unseren Dings kann sie treffen, okay. Dann bleibt mal da einfach vorne stehen. Ich glaube nicht, dass einer von denen hinkommt. Wasserknecht könnte natürlich gefährlich werden, ne? Der steht schon auch einer hinter irgendwo, ne? Super, dass er zuerst losläuft. Passiert nämlich gar nichts in der Runde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt durchkommen, ehrlich gesagt. Mit ein bisschen Glück zumindest. Wir weit genug. Was heißt Glück? Wir müssen nur weit genug kommen jetzt mit den Sprüngen. Aber Peach macht den Anfang. Warte mal, dann muss sie ja schon stehen, die andere Hasendame hier. Das ist ja noch eine Überschneidung jetzt. Warum sehe ich das jetzt nicht? Warte mal. Ist der jetzt raus und dann wieder rein? Ah ja, dann sehe ich es, okay. Kommt sie da hoch, ist die Frage. Geh mal lieber den Umweg über die Treppe. Sie kommt da hin. Stehen ja um drei Wellenbrecher, ne? Ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Aber guck mal, warte mal. Warte, die Uschi kommt auch da hoch, ne? Ja, perfekt. Dann reicht das doch safe. Ja, ich geh lieber auf Nummer sicher. Ich geh lieber hier hin. Du kannst bis da hochlaufen einfach, ey. Und Luigi auch noch, ja, dann war's das doch. Brauch ich auch gar nichts mehr machen hier. Luigi geht auch da lang. Natürlich nur, wenn er da hochkommt. Oh, ey, Glück gehabt. Auch da rein, Rase rein. Ach, scheiß drauf. Guckt der da durch so? Nee. Ey! Da muss ich runter noch mal. Jetzt komm ich da. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche, bitte? Ah, ich muss eigentlich nur den richtigen treffen, da kommt der auch hier runter, ne? Ich glaub, der steht im Weg. Ja, stand der im Weg? Jawohl. Da grad, die haben die echt da jetzt so eine Mauer gebaut, dass ich da nicht durchkomme. Krass. So. Arschlecken, wir sind durch. Fast wie Wellenbrecher, ich hab gar keinen Bock auf die Typen. So. Toilette ist befreit. Fehlen noch zwei Toads, die noch in der Klemme stecken auf Terra Flora und eventuell auch in Iseras Festung halten, ne? Die anderen. Und auch noch was so was ist. Die Aussicht jetzt bringt mich ungemein. Von da kamen wir, ne? Dann war, glaube ich, der Typ, der uns mit der Dings beauftragt hat, mit der Kamek-Jagd.
Ja, gehen wir mal weiter hier von hier aus. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aufgehört. Ich glaube, das war sogar hier schon, ne? Ja. Ich habe die Pfütze noch gefunden auf Screen, deswegen dachte ich mir, ich nehme die mal direkt mit. So, auf der Karte hätte man die auch schon sehen können. Viel eher. Da war ein Weg, ne? Da war eine Kanone. Ist aber eine Pfütze. Das Tor zur verlassenen Siedlung. Ja, ganz ehrlich, da bin ich neugierig. Ich möchte mir angucken, ist die zielführend irgendwie? Müssen wir vielleicht später eh nochmal hin? Die verlassene Siedlung, die ist hier hinten halt. Da ist ja halt nichts wirklich, ne? Können wir auch so später noch angucken. Ich meine, ich brauche eh Planetenmütze für den Spark hier später. Aber wie gesagt, ich würde erstmal gerne die Hauptstory noch ein bisschen weiter verfolgen. Kann ich hier was machen schon? Stimmt, oder? Lass das hier auch die verlassene Siedlung mitunter noch. Ich muss von der anderen Seite auch kommen können, damit ich hier weiterkomme. Nö, sieht nicht so aus. So, da ist dicht. Bin ich hier runter? Nein. Entweder muss da vielleicht Strom fließen? Da bist du aus, müsste der Strom fließen erst. Ich kann hier runter. Gut, können wir hier irgendwas machen oder ist jetzt hier Sackgasse? Das Winterzeit erkriegen wir. Ich glaube, ich muss das irgendwie aktivieren vorher, oder? Krieg ich nicht von hier. Was denn? Naja, ich muss das aktivieren, damit ich da wieder rüberkomme. Wo ich denn da hin? Die Frage. Ich war nur von da unten. Komm ich hier runter? Kann hier nichts runter, ist das Problem. Warte mal. Ah! Okay, ich kann doch runter. Ist hier auch eine Leiter? Nö. Aber hier ist Geld versteckt. Nice. Komm ich da denn hoch? Das sieht auch ein bisschen steil aus. Komm doch nicht hoch. Ist hier noch was dann? Also, sonst rückt mir das gar nichts, ehrlich gesagt. Ach. Da kann ich noch was öffnen. Gar nicht gesehen. Was war hier der Tipp dann quasi von hier aus? Kann ich auch noch mitnehmen? Was habe ich gedacht, wofür ich das jetzt brauche unbedingt für Fensterzeit vielleicht einfach? Achso, ich muss da oben lang, ne? Um wieder zurückzukommen, glaube ich. Ja, gut, das kann sein. So, hier war die Leiter, genau. Und jetzt können wir das Ei da drauflegen, bis wir können jetzt rübergehen. Oh, hier ist noch eine Rakete, ich kann es angucken. Sehe ich gerade. Urbit-Wissenschaftler sammeln seit Jahren Daten darüber, wie die Gravitationskraft die Physik von Wackelkopffiguren beeinflusst. Ist doch höchst interessant. Das sind doch nur Figuren mit Sprungfedern drin. Nutzt eure Gelder für was Sinnvolleres. Ganz, also, das meine ich auch, Bipo, ganz ehrlich. Aber es wird für so viel Kram Geld eigentlich aus Fenster geworfen, für solchen unnützen Kram auch, ne? Auch Steuergelder mitunter. Ne, muss man einfach mal. Ich mache hier gerade ein Fass auf, ich weiß. Aber ist halt einfach so. Aber jetzt können wir das Fensterzeit da hinten drauf werfen, genau. Von hier aus. Das war jetzt eigentlich nur für eine Truhe, ne? Richtig im Kopf? Ja. Hier können wir runter. Ach, der arme Knöchel, Rosalina. Du Arme. Startrampenrätsel. Sehr cool. So, das haben wir abgeschlossen. Da haben wir noch. Aber da ist auch kein Geheimnis irgendwie drunter, ne? Dass man irgendwie. Also jetzt wäre ich, wenn ich eventuell doch nochmal wegen dem einen Bug, den ich habe, auf Prima Platin doch nochmal das Spiel komplett durchspielen sollte, ne? Da habe ich das dann doch vielleicht irgendwie triggert, dass ich halt 100% nicht kriegen kann. In diesem Fehler. Dann werde ich nochmal gucken, ob am Anfang irgendwie beim Pilzkönigreich irgendeiner sagt, man soll sich halt mal da drehen. Ich habe die Info komplett verpeilt, ne? Die Dinger müssen wir uns eigentlich nochmal noch angucken. Ey! Schießt ja durch? Yes. Wo landen wir, ist die Frage. Nicht direkt bei dem fünften. Ja doch, direkt eigentlich schon. Auch gar kein Zeitdruck. Ja doch, ein bisschen Zeitdruck jetzt gerade. So, wir haben einiges gesehen, aber das konnte ich jetzt so schön nicht verarbeiten, weil ich nur auf die Münzen geguckt habe. Ich kann einfach zurückfliegen von hier aus. Hier die Wüstenautobahn Finsterzeit. Ach ja, hier wird der Siegfried auftauchen. Okay, ich verstehe. Wenn ich sogar schon hier ist.
Ist das schon hier? Nee, ne, das hätte ich euch schon die Aufgabe. Ne, okay, ist noch nicht hier. Da komm ich eh nochmal hierher, dann mach ich die Aufgabe sowieso nicht. Also, die 5 Pfütze. Ja, auch wenn das dann vielleicht wieder im Nachhinein ein bisschen mehr Backtracking ist. Da kann ich lang. Das ist eben so. Ich komme nicht weiter, ne? Wie es aussieht. Das kann aber wirklich sein, dass der Strom fließen muss erst. Da sind Kabel überall dran. Ja, das macht glaube ich auch noch nicht so viel Sinn, sich überall umzugucken. Jetzt hier zu sehen, auch der schon da, hä? Aber ach, so, er will erst wieder, dass der... Was war's hier? Irgendein Sturm wird da auch hier, ne? Irgend so ein magnetischer Sturm oder sowas war's, ne? Kann auch so bei diesem Sturm, verstößt gegen die Regularien des galaktischen Fischweitwurfverbands, genau. Nur deswegen hat er noch nichts für uns. Was ist das da für ein Ding? Kann man sich halt angucken? Nein? Es hat ein aufziehbares... Ne, ist nicht mal ein Krokodil, ne? Ich weiß nicht, was das für ein Tier sein soll. Auf jeden Fall mit Wirbelohren oben drauf. Ja, fliege ich jetzt auch nochmal zurück. Wenn es denn geht, heißt es. Sind überall Federviecher und Wellenbrecher. Ich hätte ja vermutet, wäre noch irgendeine Wellenbrecherjagd, aber scheinbar nicht, weil... Es gibt ja hier auch andere Gegner, also von den Dicken. Wo komme ich da hin? Warte, wäre das der schnellste Weg gewesen, oder was? Da war keine Leiter, oder? Wo komme ich hier hin? Ah, das... Nee, da wäre ich nicht hingekommen. Jetzt habe ich quasi eine Abkürzung auch gemacht, ne? Genau. Okay, brauche ich aber gar nicht hochklettern. Da unten ist aber auch noch einer. Sieht aber aus wie ein Gegner. Was war denn da für ein Gegner? Ist doch hier stehen. Werde zum Oberlehrerverehrer, das war die Aufgabe, okay. Da muss ich erstmal einen Weg hinfinden, deswegen kein Bock jetzt da drauf. So, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal die Runde. Weil wir hier ein paar Bilder haben oder übersehen haben jetzt. Die möchte ich gerne noch mitnehmen. Da unten ist die Geheimgebietstür. Die haben wir aber quasi auch schon auf der Map gesehen, ne? Das ist das zweite Bild. Deswegen fangen wir mit dem ersten schon an, was wir da gesehen haben gerade. Ey. Dann machen wir weiter natürlich. So, wer ist denn hier? Achso, ist wahrscheinlich Mutti, ne? Faszinierend! Das hier ist das erste aus einer Reihe von Wandgemälden, die die Geschichte von Mutti erzählen, der berühmten Mechanikerin und Wächterin dieses Planeten. Apropos, ich nicht identifizierbares Tier, man sieht es hier schon wieder auf dem Bild. Es verjagt da die Wirbels auf jeden Fall. Alles begann, als die wilde und ungezügelte Mutti hier auf einem 10-Planeten quer durch die Galaxie Roadtrip einen Zwischenstopp einlegte, um eine Packung Dörrfleisch zu kaufen. Roadtrip also, ne? Übrigens ist hier auch wieder nummeriert. Ich weiß gar nicht, wann bei allen Wächtern die Sachen nummeriert und ich habe sie bei, außer bei Tristan nicht gesehen. Weil manchen war es auch recht zusammenhangslos, ne? Deswegen. Bei Tristan kann man echt noch sagen, dass er hat mich eine Geschichte erzählt hier genauso jetzt. Mutti ahnte nichts Böses, aber als sie sah, wie einige Rabbits von einem mechanischen Monster bedroht wurden, eilte sie ihnen zu Hilfe. Ah, sie hat das Monster nicht auf sie gesetzt, sondern sie davor gerettet, okay. Die Rabbits hier hatten den schrecklichen Roboter selber erfunden, neben anderen Monstrositäten, die den Planeten nach und nach auseinandernahmen. Ja, die Rabbits, die sind halt sehr zerstörungswütig, ne, irgendwie. Ja, das waren die zwei Bilder hier draußen, wir gehen mal rein, würde ich sagen. In die gute Stube. Weil hier ist ja sowieso unser Ziel. So, ach ja, wir drücken die Teleporterflagge, sehr gut. Hier bei jedem Gebiet am Anfang Gefahr, betreten verboten. Wer erzählt mir, dass ich hier nicht rein darf, hallo? Die Finsterzeit-Tentakel auf der Windmühle, der Finsterzeit-Tentakel auf der Windmühle, wird sich auf das Stromnetz ausbreiten, wenn ihr ihn nicht aufhaltet. Was ist das hier für ein Gebilde? Das könnte man aber aktivieren, aber irgendwie auch nicht. Na komm, mach mal die Aufgabe hier noch. Soll hier weiterkommen. Wie auch immer die jetzt ziehe, ist da schon gerade auch was, aber ist jetzt auch egal. Sind wir gleich oben links nochmal. Von daher... Wahrscheinlich wird es der gleiche Name sein oder ein ähnlicher. So, die Gefahr, betreten verboten. Ach, stimmt, das war das. Das ist ja schon gerade gelesen. Das steht ja mal da. Besiege Wegmänner, sitzt du da endlich? Können wir den Wegmann auf Primoplätti auch nicht besiegen, theoretisch? Ich bin gespannt, was die können. Wow. Krieg ich erst wieder eine kommende Schlacht oder was? Die Erklärung oder was? Ja, da muss ich mir das jetzt durchlesen. Wegmann, Angreifer mit großer Reichweite, beschwört Knechte auf dem Schlachtfeld. Das ist ein Beschwörer. Ah, quasi, gut, Knechte halt, ne? Quasi Bowser. Ne? Wenn man so will, ne? Also, Technik ist die Knechtbeschwörung. Aber nur normale Knechte oder auch andere Knechte? Ja, werde ich dann sehen.
Ist halt die Frage, es klingt jetzt nach normalen Knechten nur, weil da steht ja jetzt nichts von Invent, also Wasserknechten. Außer natürlich in meinem Mann die Knecht als Gegnerart. So, der hat Windstoß, empfinde ich gerade auf jeden Fall. Wir haben noch eine Frostkeule hier. Die hat Feuerschwäche, ne? Zwei sogar, da hinten ist auch noch eine. Muss ich alle besiegen, nur nicht weg, Mann, ne? Ja gut, dann gucken wir mal. Wolf-Cousin bleibt mal dabei. Ich nehme aber noch Wolf mit Mario wieder mit. Oder Mario? Komm, Mario darf auch mal wieder ran. Und dann natürlich Windstoß. Er hat nämlich schon einen Windstoß-Spark, der passt doch sogar schon. Die geht dann da so rein und... Peach dann so. Mario gebe ich auch noch die Dracosphäre lieber mit, anstelle vom Dracula Rasa. Macht mir immer einfach mehr Sinn, weil er zwei Gegner treffen kann. Der ich doch doppelt Leben abziehen kann, ne? Kann ich mal wieder einen hier hochleveln irgendwie? Ich habe 5 Sterntrinke, den werde ich jetzt auf Stufe 5 dekorieren hier. Ganz ehrlich. Genauso wie den... Ne, das reicht eigentlich. Aero-Steck heißt nicht unbedingt. Gut, fangen wir an. Und ich kann mal wieder nicht durch die Dinger laufen. Nicht mit allen zumindest. Ich war da zuerst drüber, da ist halt schon weg, Mann, ne? Ich weiß, mit wem möchte ich darüber? Aber mit wem möchte ich nicht darüber? Der andere kann da hinten rüber gehen, theoretisch. Möchte ich, das ist die Frage. Wofür ist der Schalter schon wieder? Hab hier noch eine Orange, ein oranges Feld da hinten, ja tatsächlich. Kann ich da eine Runde drehen? Theoretisch schon, ne? Also einer muss ja eh hier bleiben. Ne, warte mal. Muss ich so oder so aufteilen, alle drei. Mario, du bleibst hier. So, mein Mario Hebel kann ja auch da drauf laufen. Hierbei teile ich auf. So ein bisschen zumindest. Okay, da komme ich leider nicht ran. Ach, mit einem Bewegungsboost. Dann treffen wir ihn auch einfach so. Ich aktiviere den Astra Morgana, damit er uns nicht mehr sieht. Dann kann er nichts, eventuell nichts machen, die Runde. Der Rollbit Cousin geht da durch. Bleibt, glaube ich, hier stehen. Trifft aber doch den zu 50%. Hoch kommt sie leider nicht von hier. Jetzt in der Runde. Schade. Hätte ich nicht schon mit Wolf-Peach rausgeschossen, könnte ich das Ding jetzt anfeuern. Egal. Versuchen wir den da zu treffen. So, ein paar Schüsse gingen durch, sehr gut. Sekunde bitte. So, da bin ich schon wieder. Warte, will ich nur ganz kurz. So, Trägheit aktiviere ich die. Kriege ich die doch alle beide da oben, ne? Glaube ich. Ja, sieht zumindest so aus, als wenn die getroffen wären. Sind die zwei Runden gestunt, aber da ist mir jetzt egal, ob die machen nichts. In der kommenden Runde. Vor allem der Wegmann, nicht, dass der nichts ruft oder so. Ne? Ich kann ewig von hier aus treffen? Nee, nicht wirklich, ne? Eins, was ich machen kann, ist eigentlich hier runtergehen. Die Hellen sich aktivieren, aber der wird doch wahrscheinlich eh Knecht rufen direkt, ne? Na komm, ist egal. Gut, was ich hätte machen können, ist nochmal loslaufen. Und noch Items hier ohne Ende. Vielleicht noch ein Powerblock dahin? 1125 Schaden, ja komm. Mach einfach. Um. Oh, scheiße. Ist da die Deckung weg? Dann geht er noch nach oben. Ein Stück. Vielleicht so nicht geplant, aber gut. Kleiner Denkfehler. Scheinbar wieder. Von mir. Oh, Alter, die sind also richtig Distanzschützen, scheinbar. Aber klar, der sich nicht bewegt, der Typ dann. Weiß Knecht. Gut. Ah ja, sie steht ja nicht so gut. Schon eigentlich. Die gute Web mit Rosalina, die wird unten das wird zu neu getroffen. So, der macht aber nichts, ne? Von da aus. Nehme ich jetzt mal an. Aber der vielleicht. Obwohl, ne. Oh, die sind ja eh schon nervig, die Typen. Riesendistanz und auch noch, wer ist es denn? Und Beschwörer. Oh, sehr gut. Lass sie den Rest machen. Warte mal, hier, Wolf Peach kann den noch erledigen hier. Tschüss. Also ich muss eh da auf die Plattform gehen, damit Dings weiterkommt, Wolf mit Peach.
Den einen kann ich besiegen, den anderen kann ich halt nur... Ja, den kann ich aber auch besiegen. So, du gehst jetzt mal da drauf, damit Peach weiterkommt. Genau. Aber das habe ich letzte Reise auch schon weggemacht, ne? Hätte ich hier oben noch drauf anwenden können, auf den Kollegen hier. Also ich mache was so. Mein Präsident kommt auch hier hoch. Sowieso jetzt. So, das reicht ja nicht mehr, stimmt. Nur ein bisschen weiter, bitte, danke. Da macht den Kollegen da kalt. Da unten steht er, da steht da was hinter uns? Nee. Küchentreffer, die Regeln da. Tatsächlich ganz gut. Ich habe mit Mario nichts gewonnen, ne? Merke ich gerade. Ist natürlich schlecht. Der wird ja wahrscheinlich nicht jede Runde was rufen können, ne? Vor allem, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Kriegt Eddie doch, ne? Stimmt. Ja. Und dann will mal da stehen. Lieber. Versuchen, hier den Knecht zu treffen. Einmal den Knecht und einmal das Fass da, bitte. Den Knecht treffen wir natürlich nicht. Super. Gut gemacht, Mario nicht. Ich bin gerade, ob ich weiterspringen soll. Ja, komm, ich lauf weiter, lieber. Kann ich hier noch den Stampfer ausführen? Zack. Ich hab's rein nicht vergessen. Ich meine, da eher dran gedacht, dass ich das ja noch anwenden kann hier den Scheiß. Problem ist, kriegt der weg, meine ich, da oben, oder? Ich glaube, irgendwo muss stehen. Kann ich aber andere wegmann kriegen, oder? Vielleicht doch einfach hier stehen. Einer von den. Ja, wieder einer kann mich wahrscheinlich immer noch kriegen, trotz allem, aber. Rufe ich jetzt hier den Claudius Rex? Oder lasse ich das jetzt einfach mal gut sein für die Runde und heile die einfach mal? Ich heile die, glaube ich, nur ein bisschen. Okay, das ist gut. Ja, das war's, ne? Wieso kann ich eigentlich noch was machen? Allein geschossen? Keiner hat mehr Aktionspunkte. Keine Ahnung. Kriegt der Mario? Ja, leider. Der auch, ne? Ah, ne, er trifft aber nicht. Kann er treffen? Stimmt. Tut aber nicht. Oh, Glück gehabt. Ach stimmt, die UAPG ist ja noch unsichtbar. Die Kollegen hätten sie auch noch besiegen. So, jetzt aber. Ja, die juckt mich gar nicht, der Typ. Stimmt eigentlich. Da muss ich auch wieder einen Schalter aktivieren, der ist da hinten, ne? Kann Mario drauf gehen, theoretisch. Weiß mal, den ich jetzt den Typen hier. Mit den beiden Mädels. Ja, der ist schon richtig hier. Oh, sie steht da wieder ein bisschen blöd, merke ich gerade. Reicht das? Danke. Kann man bitte über Rosalina? Mario, der kann doch mal zurückrennen, ne? Ich werde den nämlich besiegen hier, die Kollegen. Zack. Voll in Schwarze. Und hier wieder hoch. Wobei da hinten ist auch kein Wegmann mehr, ne? Oder er wird vielleicht einen Schalter aktivieren. Ich glaube, ich jetzt voll an dem Knecht, ehrlich. Ist noch ein Wegmann da? Tatsächlich, der letzte da hinten. So, der ist weg. Wenn ich da drauf gehe, kommen wir woraus? Da hinten? Da unten, ne? Dann kann ich direkt da hoch wieder. Okay, perfekt. Das ist super. Also, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann scheiß drauf. Wie gesagt, Claudius brauche ich jetzt gerade nicht. Weil dann geht der nur auf den anderen, auf die Frostkeule da drauf. Das möchte ich halt nicht. Und der ruft einen neuen Knecht. So, Mario draufstellen. Zack. Und durch. Mit den Mädels. Dann kann er sogar direkt weiterhelfen, der Gute. Rein theoretisch, achso, die Kunde bis dahin. Reicht doch auch, an sich. Aber gleich gilt für Rabbit Peach, die springt jetzt mal mit Rabbit Rosalinas Hilfe weiter.
Der kriegt ja einen mit auf jeden Fall. Kommt Mario bis dahin? Mario kommt bis. Ja, schade, ein Stück zu weit geflogen scheinbar. Immer wird der Wolfbruder hier noch ein Stück weiter wenigstens. So, ich lock mal da und dann kann Mario auch noch weiter fliegen. Und den kill ich jetzt hier. Oder? Bin ich soweit? Jawohl. So. Zwei Schuss auf den. Na schon, oh, ist das schon? Ups. Ja, hätte ich doch noch einen Knecht besiegt, ne? Bevor ich hier beende, die Schlacht. Egal, ja, was, juckt ja nicht. Gut, das war unser erstes Aufeinandertreffen mit den Wegmännern. Jetzt wissen wir, was die können. Ich würde gerade echt, ob ich am nächsten Mal nicht einfach direkt den einen platt mache, aber gut. Schauen wir einfach weiter hier. Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Ja. Der Überfluss an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, ich muss gerade irgendwie an dieses Windmühlen-Dings aus einem Paper Mario Spiel denken. Ich glaube sogar aus Sticker Star, was da? Oder Color Splash? Ich glaube in einem von den beiden war es. Die Dingse. Boah ey. War schon übel schlecht eigentlich, wie sie die Dinger genannt haben. Egal. Ist auch nicht mein liebes Paper Mario Spiel, von daher. Was ist hier noch los? Nummer 3? Die fühlte sich mit diesen Rabbits verbunden, die ihr Leben wild und frei lebten, wie ein solarbetriebenes Auto ohne Bremsen. Doch diese Freiheit hatte ihren Preis. Ihr Leichtsinn hatte den einst so üppigen Planeten in eine Wüste verwandelt. Ob es wohl möglich wäre, beide Seiten miteinander zu vereinbaren? Ich weiß nicht warum, ne, aber gut, hier heißt ja auch Mutti. Aber gerade habe ich irgendwie so ein bisschen Rosalina-Vibes bei den Bildern hier, ne? An das Bilder muss ich so ein bisschen denken. Klar, es hat jetzt hier völlig beknackt mal wieder. Und nicht zu vergleichen mit der Geschichte von Rosalina aus Mario Galaxy, ne? Aber trotzdem, so ein bisschen hört sich das doch so an. So, gucken wir uns das auch noch an, dann war es das auch für heute. Mutti blieb dort, um den Rabbits zu zeigen, wie sie ihre Kreativität zu ihrem Vorteil einsetzen konnten, nicht zu ihrem Nachteil. Sie waren fasziniert. Die Vorstellung, nicht vor ihren eigenen Erfindungen fliehen zu müssen, war ihnen nie in den Sinn gekommen. Gute Arbeit, Mutti. Und hier könnte für mich schon die Geschichte enden, ganz ehrlich. Theoretisch. Jetzt aber wahrscheinlich nicht, ne? So, wir haben hier auf jeden Fall noch viel vor uns. Hier scheint es jetzt richtig loszugehen, ne? Auf dem Planeten. Ist hier irgendwo eine Kiste? Die ich nicht sehe. Aber eigentlich wollte ich jetzt gar nichts mehr machen. Hier muss doch was sein hier dann. Oder nicht? Achso, ich kann da hoch. Ja, da ist eine Brücke, dann ist da. Okay, da oben steht doch eine Kiste einfach rum. Kann ich da auch runterschieben? Na gut, aber hier gucken wir uns das beim nächsten Mal richtig um. Da geht's da auch zur Windmühle, die man von hier aus nicht richtig sieht. Und in dem Sinne verabschiede mich an der Stelle. Bedanke mich natürlich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen nach oben da und seid gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich bin's auf jeden Fall. Wir werden hier eine schnurstracks erstmal die Story jetzt weiter durchballern und dann vielleicht mal irgendwie. Also was auf dem Weg liegt, nehmen wir mit an Nebenaufgaben, das ist klar, aber das wär's auch sonst, ne? Schaut gerne hier noch vorbei, wo ich gerade schon drüber gesprochen habe, verlinke ich euch hier das Video, wo ich mir komplett in Mario Galaxy Rosalinas Bilderbuchgeschichte reingezogen habe. Und hier unten, wie gehabt, die Mario Rabbids Sparks for Playlist. Schaut da gerne vorbei, wenn euch, wenn's euch interessiert, wenn ihr was verpasst habt. Und genießt den restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.